Heute habe ich für dich 5 Ideen, wie du mit positiven Gefühlen bei deinen Kunden auch im B2B-Marketing mehr erreichen kannst. Hallo, Markus hier von Selders.tv. Bei uns ist gerade richtig Hochsommer und man merkt es, die Menschen sind bei all dieser Sonne, bei all diesen Sommertemperaturen irgendwie viel, viel besser drauf. Die Sonne und das gute Wetter scheint einfach gute Laune zu machen. Und dann macht es irgendwie auch mehr Spaß, miteinander zu kommunizieren und es macht auch mehr Spaß, miteinander Geschäfte zu machen. Darum habe ich mir heute überlegt, was kannst du tun, welche Ideen kannst du umsetzen, damit auch du bei deinen Kunden positive Gefühle erzeugst und diese positiven Gefühle hinterher auch mit dir, deinem Unternehmen und deiner Marke verknüpft werden. Also habe ich heute für dich 5 Ideen zusammengestellt, wie du auch bei deinen Kunden im B2B-Marketing positive Gefühle erzeugen, hervorrufen kannst und somit diese positiven Gefühle auch auf dich, dein Unternehmen und deine Marke abstrahlen. Idee 1, erzähle eine inspirierende Geschichte. Komm nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten, technischen Spezifikationen an, was dein Produkt alles für Produkteigenschaften hat, sondern erzähle eine Geschichte oder versuche eine Geschichte zu finden, die deine Zielgruppe inspiriert. Wenn du zum Beispiel Wissenschaftler als Zielgruppe hast, dann könnte es dieses Tüfteln, dieses Forschen sein, dieses etwas beitragen. Überleg dir, wofür steht deine Zielgruppe morgens auf? Was ist neben dem Thema Geld verdienen der Antrieb dieser Menschen? Und wie kannst du mit deinen Produkten und deinen Dienstleistungen diesen Menschen dabei helfen, das zu erreichen, was sozusagen ihre Leidenschaft ist? Und versuche mit deiner Geschichte, die du deinen Kunden erzählst, die du vielleicht in deiner Werbung erzählst, daran anzukoppeln und deine Kunden dazu zu inspirieren, wirklich etwas Großartiges zu leisten. Idee 2. Stelle die Errungenschaften deiner Kunden ins Rampenlicht. Erzähl nicht einfach nur davon, wie toll deine Produkte oder deine Dienstleistungen sind, sondern versuch mal herauszufinden, was machen deine Kunden tatsächlich mit deinem Produkt? Das wirst du wahrscheinlich wissen. Was erreichen sie damit? Was leisten sie Außergewöhnliches? Und dann versuch auch mal, diese Leistungen in den Vordergrund zu stellen und gib sozusagen deinen Kunden eine Bühne, wo sie sich präsentieren können. Das macht einerseits deine Kunden stolz und andererseits zeigt es natürlich auch anderen Kunden sehr eindrucksvoll, was man mit deinem Produkt erreichen kann, wenn man dein Produkt benutzt. Aber eben dein Produkt ist dabei gar nicht so sehr in der Hauptrolle, sondern in der Hauptrolle ist dein Kunde, der irgendetwas Außergewöhnliches, irgendetwas Inspirierendes geleistet hat, was auch andere Kunden inspirieren könnte und was anderen Kunden sozusagen beiläufig zeigt, was mit deinem Produkt alles möglich ist. Also nimm dich selbst und dein Produkt ein bisschen zurück und stell dafür deine Kunden in den Vordergrund, stell deine Kunden auf die Bühne. Idee 3. Sei kein Oberlehrer oder Besserwisser. Und das gilt ganz besonders dann, wenn du B2B-Dienstleistungen anbietest, wenn du zum Beispiel Berater bist und ja, wenn du in ein Unternehmen kommst und anderen etwas zeigen musst oder anderen dabei helfen musst, etwas besser zu machen. Jetzt kannst du einerseits ankommen und sagen, ja, ich weiß das alles, ich komme jetzt mal hier hin zu Ihnen und dann zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Oder du kommst hin und sagst, naja, Sie sind Experte in Ihrem Bereich, ich bin Experte in meinem Bereich und wenn wir das Ganze jetzt zusammenbringen, dann kommt etwas raus, was wirklich einzigartige Ergebnisse liefert, Produkte oder Dienstleistungen deiner Kunden. Und damit zeigst du deinem Kunden und auch seinen Mitarbeitern eine gewisse Anerkennung gegenüber dem, was sie tun, was sie gut können und kommst selbst nicht so als der Oberlehrer
rüber. Und das kann vielleicht auch mal bedeuten, dass du auch mal Schwächen zeigst, gerade dann, wenn sie auf Gebieten liegen, die gar nicht zu deiner Kernkompetenz gehören. Damit wirst du ein Stück weit sympathischer und machst es gleichzeitig auch für die Durchführung deiner Arbeit deinen Kunden leichter, deine Ratschläge anzunehmen und auch umzusetzen. Idee 4. Ziele nicht nur auf den Kopf, sondern auch auf das Herz deiner Kunden. Und dazu möchte ich mit einem kleinen Zitat anfangen von Antoine de Saint-Exupéry. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Ich hatte nie Französisch in der Schule, sondern Latein. Deshalb fällt mir das ein bisschen schwer. Und dieses Zitat lautet: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und dieses Zitat sagt sehr viel darüber aus, was Menschen antreibt. Das heißt, du kannst auf der einen Seite natürlich rein technisch kommunizieren oder rein Business kommunizieren, aber was Menschen wirklich bewegt, sind häufig ganz andere Motive. Was macht jemand mit deinem Produkt? Was kann jemand damit erschaffen? Wie einfach ist es vielleicht, damit zu arbeiten? Macht es auch Spaß, damit zu arbeiten? Das ist vielleicht auch ein Thema für deine Produktentwicklung, nicht nur in purer, nackter Funktionalität zu denken, sondern auch den Menschen, der damit arbeiten muss, hinterher ein bisschen einzubeziehen. Vielleicht bringt es aber auch andere Vorteile, andere Nutzen, emotionalen Nutzen für deinen Kunden. Und da wir heute von positiven Emotionen sprechen, denk mal in die Richtung, was macht deinen Kunden stolz, was macht deinen Kunden Freude, wenn sie mit deinem Produkt arbeiten oder wenn sie vielleicht die Ergebnisse deiner Beratung sehen und vielleicht auch, wenn sie den Prozess deiner Beratung mit dir durchmachen. Also ziele nicht nur auf den Kopf, sondern ziele auch auf das Herz deiner Kunden. Idee 5. Formuliere positiv. Und damit meine ich sowas wie, dass du nicht nur die Probleme beschreibst, die dein Produkt oder deine Dienstleistung löst, sondern auch davon schreibst, was das für neue Möglichkeiten für deine Kunden eröffnet, was es für Chancen eröffnet, wenn sie deine Produkte kaufen und verwenden oder deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Vermeide auch, soweit du kannst, den Konjunktiv, sowas wie: Ich denke, unser Produkt könnte Ihnen helfen. Das ist ganz besonders in der 1-zu-1-Kommunikation, in der schriftlichen 1-zu-1-Kommunikation, E-Mail-Angebote etc. sehe ich es leider immer noch relativ häufig. Vermeide den Konjunktiv, mach klare Aussagen dazu, was du denkst, und relativiere das nicht. Und verwende auch so keine wissenschaftlichen Relativierungen, sowas wie: Unsere Studien haben ergeben oder unsere Forschung hat ergeben, dass unser Produkt in ihrem Anwendungsfall hilfreich sein könnte. Nein, also wenn du überzeugt bist, dass das Produkt Nutzen bringt, dann kommuniziere das auch wirklich direkt. Und wenn du nicht überzeugt bist, dann solltest du vielleicht nochmal an deinem Produkt oder deiner Dienstleistung arbeiten. Und schließlich sprich in klaren Sie- oder Du-Botschaften. Sprich deinen Kunden, wo immer du kannst, direkt an. Und stell dir vor, dieses ganze Video hätte ich dich nicht persönlich angesprochen, sondern hätte gesagt, man macht das so und das wäre eine Möglichkeit, das auszudrücken. Dann hättest du dich höchstwahrscheinlich nicht so direkt angesprochen gefühlt. Es wäre für dich auch langweiliger, ein Stück weit trockener gewesen. Und überleg auch mal für dich, wie du das in deine Kommunikation einbauen kannst. Das waren meine 5 Ideen, wie du bei deinen Kunden im B2B-Marketing positive Gefühle erzeugen kannst. Was denkst du darüber? Schreib es mir unten in die Kommentare. Welche Ideen hast du vielleicht noch? Welche Ideen hast du vielleicht schon erfolgreich umgesetzt? Schreib mir auch das gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da und natürlich abonniere SeldasTV, wenn du es bisher noch nicht getan hast. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz großartige Sommerwoche, viel Erfolg in deinem Marketing und ich freue mich, wenn du
nächste Woche wieder zuschaust.